Prinz Harry, William dachte, er durch die Therapien wahnhaft. Prinz Harry, 38, spricht mittlerweile offen über seine psychischen Probleme, die vor allem durch den Tod seiner Mutter und die anschließenden traumatischen Erlebnisse ausgelöst wurden, sowie über die Erfahrungen, die er durch verschiedene Therapien gesammelt hat. Denn neben der klassischen Gesprächstherapie ließ sich Harry, wie er in seinen Memoiren Spare, DT Reserve, erzählt, auch mit dem psychedelisch wirkenden Pflanzengetränk Ayahuasca behandeln, das ihm letztendlich dabei half, mit dem enormen Verlust umzugehen. Doch so gut die Therapien für Harry und seine Heilung auch waren, dem Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William, 40, haben sie leider nicht gut getan. Bei zwei Brüdern, wenn einer von ihnen diese Erfahrung durchmacht und der andere nicht, entsteht natürlich eine weitere Kluft zwischen ihnen, was wirklich traurig ist, erzählt Harry in einem Interview mit The Telegraph. William sei zwar derjenige gewesen, der ihm das Thema einer Therapie überhaupt erst näher gebracht hat, mit dem Ergebnis war der Thronfolger aber offenbar nicht so ganz zufrieden. Ich wünschte nur, dass er in der Lage wäre, die gleichen Vorteile davon zu spüren, anstatt zu glauben, was er nicht muss. Anführungszeichen. In Spare geht Harry näher darauf ein, wie sein Bruder damals über die Therapien dachte. William soll damals geglaubt haben, Harry würde dadurch wahnhaft werden und dass seine Therapeutin ihn einer Gehirnwäsche unterzogen habe. William soll sogar den Wunsch gehabt haben, zu einer Therapiesitzung mitzukommen, weil er sich solche Sorgen um Harry machte. Heute sagt Harry, dass er diese Fürsorge seines Bruders nicht gebraucht hätte. Vielmehr hätte er sich ein anderes Verhalten gewünscht, aber so wie ich es sehe, bin ich bereit, euch alles zu vergeben, was ihr getan habt, und ich wünschte, ihr hättet euch wirklich mit mir hingesetzt, richtig, und anstatt zu sagen, ich sei wahnhaft und paranoid, würdet ihr ein richtiges Gespräch darüber führen, sagt Harry bei The Telegraph und stellt klar, was er sich wirklich von seiner Familie wünschen würde, was ich wirklich möchte, ist etwas Verantwortung und eine Entschuldigung an meine Frau. Anführungszeichen. Verwendete Quellen, Spare von Prinz Harry, Telegraph Co.